Hallo und herzlich zurück zu Rollercoaster Tycoon 3. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Dabei, unseren Park hier auszubauen und zu gewinnen. So. Mal schauen. 60.000, 100.000. Ja, das wird noch einen Moment dauern. Hab ja mittlerweile ein bisschen Feedback zumindest schon bekommen, wie es ausschaut. Oh, Pommes frites. Wie es ausschaut mit, ja, Endlosspiel oder nicht. Wo ich das gefragt habe, habe ich natürlich an eine Kleinigkeit nicht gedacht. Und diese Kleinigkeit ist, dass die Aufgaben natürlich interessanter werden mit der Zeit. Jetzt hier nur unter Anführungszeichen, ja, einen gewissen Verkehrswert erreichen, sind relativ langweilig, sage ich mal. Naja, unspektakuläre Aufgaben. Dann später geht es auch darum, Bahnen zum Beispiel zu bauen, die bestimmte Werte erfüllen. Also es wird schon um einiges attraktiver. Darum glaube ich für den Moment fast, bleibe ich bei den Missionen. Es sei denn, es wiederholt sich dann zu sehr, dann werde ich sicher mal ein Endlosspiel anstarten. Beziehungsweise kommen dann auch die Aufgaben, wo man nach bestimmten Themen bauen muss. Wird auch ganz interessant. Von dem her, ja, wird sicher noch ein bisschen abwechslungsreich. So, ich habe ein paar, immer wieder, ich baue immer wieder neue Leute ins Spiel ein. Allerdings keine Ahnung, wie das ist, wenn Familien im Park sind, die ich bearbeite. Vermutlich müssen die erst rausgehen und wieder rein, damit sich das auswirkt. Also nicht wundern, wenn hier dafür ein paar Leute noch fehlen, beziehungsweise werde ich ein paar sicher übersehen oder vergessen oder ja, wie es halt auch immer läuft. So, gut. Mal schauen, was gibt es denn alles Neues? Eine ganze Menge. Ah ja, hier steht es eh, genau, weil der Mr. Glacier, glaube ich, gesagt hat, hier der Hochflieger war letztes Mal einfach kaputt, wo niemand drauf war. Jetzt inzwischen ist er repariert. Allerdings, ja, schaut es nach wie vor so aus, als würde da kaum jemand damit fahren. Von dem her, mal schauen, was können wir denn da ändern? Auf jede Last warten. Ja, vielleicht ein bisschen billiger machen. Gesamtgewinn 1.500. Ja, ich fahre mal ein bisschen runter in der Hoffnung, dass ich mehr Leute damit anziehe. Respektive ist der Park jetzt halt auch relativ unideal designt, weil hier vorne sich alles tut und kaum jemand hier hinten zurückkommt. Dafür sind übrigens auch die Infostände gut. Also hier die Leute kaufen sich hier auch so Karten vom Park, mehr oder weniger. Genau hier, Karte. Gebe ich zum Teil sogar gratis raus, werde ich jetzt machen. Weil da macht man nicht viel Gewinn mit denen und ich möchte, dass jeder eine Karte hat, die gibt's gratis bei mir, damit sie auch wissen, wo die ganzen tollen Attraktionen sind. So. Naja, synchronisieren hätte auch genügt. Gut, dafür Schirme, die werden dann gut verkauft, wenn es mal regnet. Das wird dann sicher ein bisschen später im Jahr mal der Fall sein. So, schiefes Haus, Pommes frites, Passautomat. Ah, der ist ganz lustig. Den könnten wir mal bauen. Vielleicht hier zu den Attraktionen oder wie? Jetzt muss ich gerade noch mal überlegen, der Passautomat. Das war doch das Ding, wo man sich Pässe rausdrückt, um dann alle Attraktionen abzustempeln. Dann würde ich sagen, kommt das hier in der Nähe des Eingangs hin auf jeden Fall. So, da ist wieder ein bisschen, naja, ihr wisst es eh was rum. Sondern mit der Lautstärke, jetzt muss ich mir auch drüber überlegen, weil wenn man ins Spiel reinzoomt und das möchte ich ja ab und zu machen, dann wird es extrem laut. Wenn ich hier draußen bin, dann ist es super leise. Naja, da läuft dann wenigstens mal die Musik. Naja, da muss ich ein bisschen die Balance noch finden. So, und naja, wieder fast 5 Minuten um und nichts passiert. Da mal schauen. Soll ich vielleicht mal eine Achterbahn bauen? Naja, für das haben wir noch ein bisschen zu wenig Geld. Den haben wir. Enterprise. Enterprise hat den Leuten bei mir auch immer ganz gut gefallen. Ja, und jetzt könnten wir vielleicht was Neues auch gleich anfangen, überlegen, weil auf was ich jetzt auch noch keinen Wert gelegt habe, was man aber auch durchaus machen kann, ist ja die Frage, wo baut man Ausgänge hin? Wo kommen die Leute wieder raus? Wie zum Beispiel jetzt hier beim Bewegungssimulator, da kommen sie irgendwo da raus. Man könnte aber auch mit den Ein- und Ausgängen so quasi ein bisschen die Personen führen. Jetzt zum Beispiel hier, das ist nicht ideal, weil der Eingang ist weiter vorn vom Eingang, vom Parkeingang gesehen, wie der Ausgang der Attraktion. So, ich tue jetzt hier mal das weg, dass ich das besser zeigen kann. So, also hier ist der Parkeingang. Die Leute gehen jetzt hier quasi rein und kommen näher am Ausgang wieder raus. Sollte auch nicht so sein. Sollte man auch umdrehen. Hier ist es besser gelöst. Da ist der Eingang hier und hier der Ausgang. Hier ebenfalls hier der Eingang, hier der Ausgang. Das hier gehört eigentlich getauscht oder
irgendwie geändert. Jetzt für den Moment, okay, das sind ja Sachen, die können wir beim nächsten Park berücksichtigen. Und hier, das ist selbes Thema, auch im Prinzip verkehrt rumgemacht. Hier passt's, hier ist ja auch nicht ideal. Also, wobei beim Bewegungssimulator könnte man das fast überlegen, sich dass man es umbaut. Naja, egal, das werden wir jetzt bei den nächsten Attraktionen einfach immer berücksichtigen. Also auch so ein kleiner Trick, um den Verkehrsfluss, den Zuschauerfluss ein bisschen zu steuern. So, machen wir jetzt hier beim Enterprise, würde ich sagen. So ist da der Eingang. Glaube, die gehen da überall rein. Das heißt, so, da will ich den Weg da vorbeiführen. Eingang kommt hierher. Na, auch wieder nicht so, wie ich wollte. Aber kann man ja zum Glück noch ändern. Falls ich mich noch erinnere, wie. Genau, Eingang hier, so. Damit der da vorne ist, genau. So, hier daher, genau, passt. Und da führe ich jetzt den Weg zurück zum Ausgang. Den mache ich da hinten zurück. So, und da kommt dann später irgendwas noch hin. Ja. Auch nicht ideal eigentlich. Naja, ist es der älteste Park, da muss ich, glaube ich, jetzt nicht anfangen umbauen, aber die ganzen Erkenntnisse, die wir jetzt gewinnen, würde ich sagen, können wir ja dann schön umsetzen im nächsten Park. So, Reklameschilder kommen dann auch. Ja, und eben die selbstdefinierten Strukturen, wie ihr im Special, falls ihr es geschaut habt, schon gehört habt, ich möchte da, naja, was heißt ich möchte, ich würde euch anbieten, sagen wir so, dass ihr da ein bisschen mithelft. So, Entschuldigung, muss mal überlegen, was hierher passt. Also, bitte gerne, ja, baut ein bisschen was, designt auch vielleicht mal eine Achterbahn. Und ja, müssen wir jetzt noch einen Weg überlegen, wie ich zu dem Zeug komme. Ja, und dann kann ich von euch die Sachen hier ein bisschen besser einfließen lassen. So, immer irgendwie, wenn ich da reingehe, dann haust die Framerate nieder. Muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Naja. So, was passt denn hier? Standardgebäude. Nö. Schachfiguren. Nein. Winziger Brocken. Sind ein bisschen so. Boah. Ein bisschen Steine her. Warum nicht? Ah, muss ich eh nicht drehen. Das erledigt sich eigentlich von selbst. So. Und was bekommen die für einen Zaun? Einen Maschendrahtzaun. Das passt zu den Steinen, würde ich sagen. So. Ja, da überlege ich mir noch was. Okay, da kommen eh schon ein paar Leute. So, was haben wir noch dazu bekommen? Beste Zuverlässigkeit. Wieder eine Auszeichnung, wo wir kein Geld dafür bekommen. Super. Pommes frites gibt es jetzt auch. Ja, wie läuft es denn eigentlich mit unseren Läden? Mal schauen. Hoffe mal gut. Ah ja, sehr gut sogar. Können wir es auch in der Übersicht anschauen, würde ich sagen. So. Nicht Status, sondern wöchentlicher Gewinn. Okay, Ballons macht noch keinen Gewinn. Burger sehr viel, Eis ein bisschen, Getränke ein bisschen. Dann schaue ich mal bei den Leuten. So, Gedanken. Okay, ich bin nicht hungrig. Sauber, Burger 1 ist viel zu voll. Das heißt, die hätten einfach und bin ich durstig. Getränke 1 ist viel zu voll. Ja, also Burger und Getränke wird einen zweiten Standort vertragen. Jetzt ist die Frage, wo wollen wir hier den Verkehrsfluss hinlenken? Aber ich denke, hier so wäre ein guter zweiter zentraler Platz. Werde ich gleich mal vorbereiten. So. Kommt das weg? Achso. Gut, wird ein bisschen größer. Passt's.
So, ihr steht da ein bisschen im Weg, liebe Leute. Danke. Und dann gibt es hier einen zweiten Burgerladen. Oh, ich glaube, ich habe... Na, natürlich habe ich ihn eröffnet, sonst wären die Leute ja nicht hier. So, und einen zweiten Getränkeladen. Ja, also auf der anderen Seite jetzt, wenn ich gerade so spiele, denke ich mir, ein Endlos-Spiel wäre schon auch interessant, weil da könnte man so richtig schön den Park optimieren und die ganzen tollen Sachen, die wir jetzt hier dauernd dazukommen, dann auch wirklich verwenden. Ja, Feedback. Ich sag's immer wieder, gebt's Feedback, sagt mir, sollen wir ein Endlos-Spiel spielen oder hier weitermachen. Ich würde sagen, ganz einfach, also das spielen wir jetzt auf jeden Fall noch fertig. Und dann suche ich mir mal eine interessante, schwierige Mission raus. Und dann spielen wir die. Oder wäre natürlich auch die Möglichkeit, dass man sagt, man spielt nur bis... Na, ist auch Blödsinn, nur bis Unternehmer spielen oder so. Ja, ist schwierig. Muss ich mir noch überlegen. Weil auf jeden Fall hätte ich schon vor, das dauerhaft ins Programm aufzunehmen. Ah, hier Bewegungssimulator, der zieht mal gut. Weil mir gefällt Rollercoaster Tycoon einfach sehr gut, muss ich sagen. Und so wie ich das gesehen habe, euch ja auch. Darum, das bleibt mal fix dabei. So, hat mir nicht mehr gefallen, wird umgebaut. Das bleibt mal fix dabei. Und ja, ist halt die Frage, wie es weitergeht bei dem Spiel. Aber ich überlege es mir noch. So, Hot Dogs. Jetzt gibt es Hot Dogs. Ja, Pommes frites passen natürlich auch zu Hamburgern gut dazu. So, jetzt nur aufpassen, weil Geld haben wir nicht mehr extrem viel. Darum lasse ich jetzt auch gerade ein bisschen schneller laufen. Wobei ich könnte natürlich ein bisschen was noch ausleihen. Bei den Zinsen eigentlich kein Problem, dann leihe ich noch ein bisschen was. Das heißt ein bisschen was, was wäre das Maximum zum Leihen? Dann können wir doch vielleicht mal eine Achterbahn bauen. 20.000. Ah, ich baue lieber noch ein paar Attraktionen. So, das schiefe Haus wollte ich nämlich machen. Ah, das verrückte Golf, genau. Verrücktes Golf nicht vergessen. So. Gut, dann machen wir es so. Da geht es sich schön aus. Zack. Und auch gleich den Weg weiter planen. Weil in dem Bereich darüber soll es ja auch noch irgendwie gehen. Mal schauen, ob ich da irgendwie... Komme ich da durch? Ja, da komme ich durch. Oder auch nicht. Wohl, da geht, das geht sich aus. Ich bin nur ein bisschen am Vorplan. Mir das ein bisschen markieren. So, das heißt dann da rauf gehen und darüber. Wenn ich so ein ungefähres Gefühl dafür habe, wo was noch am Platz ist. So. Okay. So, lass mich ein bisschen langsamer mal laufen wieder. Das verrückte Golf, das möchte ich jetzt unbedingt machen. Einfach in Angedenken an Simgolf. So, weil das ist auch nett. Das ist mehr oder weniger so wie eine Bahn, wie eine Achterbahn. Na gut, ein gutes Plätzchen suchen. Ja, vielleicht da hinten ein bisschen den Platz noch ausnutzen. Wo es im Prinzip einen Start gibt. So. Wo starten wir denn? Würde ich sagen. Hier und der Ausgang. Ja, das wird schon hinhauen. So. Ja, passt. Und wo man einfach die Bahn wirklich so, ja, da so, einfach so Wege baut und dann immer wieder Löcher. Und es gibt eben 6 Löcher, die sollte man irgendwie unterbringen. Und ja, da muss man im Prinzip nicht viel machen, einfach das Loch hin. Man kann auch ein bisschen in die Höhe gehen oder ein bisschen runter gehen. Macht aber in dem Park, glaube ich, kaum Sinn. Oder, ja, oder sollen wir... Könnten wir eigentlich... Ja, mach ich's mal. So, ich hoffe... Na, es geht sich gar nicht aus. Da dann drunter durch, oder?
Nö. Ach, da mache ich das anders. Oh, das wollte ich nicht. So, geht's da hinten zurück. Na, noch ein Stück.